Hallo, willkommen in Dänemark. Wir sind jetzt hier in Kopenhagen auf der Startbahn und wollen den nächsten Wildnisflug in Angriff nehmen, weil Alaska funktioniert nicht mehr, beziehungsweise steht über Startbahn und rührt sich nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt, muss ich mal gucken. Aber damit ich wieder ein paar Wildnisflüge machen kann, fange ich jetzt erstmal mit dem nächsten an, mit Dänemark. Das geht hier von Kopenhagen nach Aalborg. Wir haben hier wieder unseren Plan, aber ich werde mich hier nicht so sklavisch dran richten, weil wir wollen uns dann auch in Kopenhagen mal ein bisschen umgucken von oben und dann haut es mit den Zeiten sowieso nicht hin. Ich denke mal, wir haben so viele Landmarken in der Zivilisation, dass wir das dann hier nicht brauchen. Ich werde das sonst ein bisschen als Referenz nehmen und ihr könnt da ein bisschen gucken, wo wir gerade so sind. Aber wie gesagt, sklavisch dran halten werde ich mir nicht. Ich fliege nach der VFR-Map. Ich habe mir quasi diese Map nochmal, habe mir da eine Linie, ist da reingezeichnet, wo ich ungefähr lang fliegen muss. Und das kann ich dann hiermit abgleichen, guck, wo ist, sind hier irgendwelche Landmarken, irgendwelche Seen. Und so macht das ein richtiger Pilot hier natürlich auch. Der fliegt nicht einfach mal eben los und guckt nur auf seine Stoppuhr da. In der Wildnis mag er gut sein, in der richtigen, aber hier passt das. Ich glaube, wir fliegen auch gleich mal los, bevor das sonst zu lange dauert. So eine halbe Stunde sollten wir schon unterwegs sein, wenn wir nicht noch irgendwo mal ein paar Kreise fliegen. Ja, diesmal mit der Cessna 172. Man kriegt die Flugzeuge für die Flüge halt immer zugeteilt. So, wir fliegen noch ohne Klappen, weil die Bahn ist so lang. Wenn wir die durchfliegen, sind wir wahrscheinlich schon in Norwegen. Guti, dann sind wir unterwegs. Ich würde größtenteils von Hand fliegen. Und die Karre sagt uns, wir sollen auf 334 gehen und uns ein Schloss angucken. Und dann fliegen wir auch größtenteils nach dem Heading Bug. Den haben wir hier. Ich stelle nochmal. Wir fliegen gar nicht hoch. Wir müssen nichts beachten oder irgendwas. Da reichen noch 1200 Fuß. Irgendwie soll hier jetzt so ein Schloss Amalienburg sein, wo wir lang fliegen. Da gucken wir mal, ob wir das finden. Ach so, nach Heading wollen wir fliegen, ne? Siehst du wohl. Ich habe die Bushtalk-Radio-Frau eingeschaltet, die sollte uns auch ein bisschen was erzählen über irgendwelche Sehenswürdigkeiten, wenn wir sie denn finden. Dann fliegen wir jetzt mal Richtung Tivoli. Das ist so ein großer Freizeitpark in Kopenhagen. Ich kann nicht sagen genau, wo das Ding gerade ist. Das ist von oben alles wirklich anders. Das ist der Königssitz der Kopenhagener Königsfamilie. Das sind vier Schlösser in einem. Da ist der Tivoli, sagt mir meine Karte. Ich fliege mal eben mit Hand, weil Amalienburg und so ist da hinten.
Nee, da sieht man schon die Gärten, da ist die. Das kleine Ding da. Und eigentlich sollte die gute Frau jetzt für uns da was erzählen. So. Tut's aber nicht. Prima. So, aber die haben wir gefunden. Das ist ja ein Punkt, den wir abfliegen sollten. Die Burg da. Wie gesagt, Sitz des dänischen Königshauses. Amalienborg is the home of the Danish royal family and is located in Copenhagen, Denmark. It consists of four identical classical palace facades with Rococo interiors around an octagonal courtyard. In the center of the square is a monumental equestrian statue of Amalienborg's founder, King Frederick V. Amalienborg was originally built for four noble families. However, when Christiansborg Palace burned on the 26th of February 1794, the royal family bought the palaces and moved in. Over the years, various monarchs and their families have resided in the four different palaces. So, haben wir das. Dann können wir uns das Parkenstadion angucken, FC Kopenhagen. Haben wir auch noch, und dann geht's weiter Richtung Helsingør. Da kommt dann die nächste Burg. Wollen wir mal nicht zu langsam fliegen, dass wir vom Himmel fallen. Ja, Amalienburg haben wir. Da ist das Parkenstadion. Da wollen wir mal eben drauf zufliegen. Mal den Heddingburg im Heddingburg sein. So, das Parkenstadion. Parken Stadium, known for sponsorship reasons as Telia Parken, is a football stadium in the Indre Østerbro district of Copenhagen, Denmark, built from 1990 to 1992. The stadium, which features a retractable roof, currently has a capacity of 38,065 for football games, and is the home of FC Copenhagen and the Denmark national football team. The capacity for concerts exceeds the capacity for matches. The stadium can hold as many as 50,000 people with an end stage setup and 55,000 with a center stage setup. Telia Parken has been announced as one of 12 host venues of the UEFA Euro 2020. It will host three group stage matches, as well as a round of 16 match. Geranium, a three Michelin star restaurant, is located on the 8th floor of the stadium. Siehst du wohl. Haben wir das auch geklärt. So, jetzt geht's in den Norden. Richtung Helsingør. Da ist dann eine feine Burg wieder, die auf uns wartet. Rosenborg haben wir jetzt nicht angeguckt. Parkenstadion passiert. Kronborg Castle. Das wollen wir jetzt angucken. Ja, und solche Sachen kannst du dann besser wirklich per Hand fliegen, ne? Das ist schon ganz gut. Ja, ich habe mir jetzt eine so eine Karte als Referenz gemacht, die ich hier neben liegen habe, wo ich mich dann mit Landmarken orientieren kann. Ne, ich habe mir jetzt das hier eingezeichnet, dass wir dann in den Norden müssen, hier auf diese Spitze, hier ist Helsingør, da ist so das Schloss Kronborg. Das gucken wir uns dann an und danach drehen wir dann weiter hier auf dieses Gewässer. Hier ist der Roskildefjord, hier ist Roskilde. Und hier ist dann schlussendlich auch wieder der Flugplatz, wo wir hin müssen. Und das ist meiner Meinung nach schöner, als da immer jetzt irgendwelchen Zeiten hinterher zu hetzen. Das finde ich ein bisschen komisch. Und so kann man sich dann selber um die Gegend ein bisschen angucken.
wieder 1400 Fuß. Ja, wie gesagt, Alaska ist irgendwie, funktioniert das nicht. Die Cup, die steht da auf der Startbahn. Ich sitze da drin und schmeiße sie an. Dann geht der Starter an, alles ist super. Aber ich habe keinen Öldruck. Ich weiß auch nicht warum. Ob da irgendwas sich in dem Safe Game da vermurkst hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich das alles nochmal fliegen und dann fangen wir wieder da an dem Punkt an. Aber ich wollte jetzt mal wieder ein paar Videos machen für die Flüge, dass ich auch mal wieder so eine gewisse, ja, einen gewissen Ablaufplan bei mir in den Kanal kriege, weil im Moment ist es mehr so, mal hier, und dass ich wieder sagen kann, an einem Tag der Woche gibt es dann wieder ein Video. Damit das mal wieder ein bisschen konstanter wird, nicht? Ja, und was ihr mir vielleicht mal schreiben müsst, ne? Was findet ihr schöner, ob ich jetzt den Headtracker nutze und halt auch, wenn ich mal auf meinen zweiten Monitor gucke, dann halt mal ins Nichts gucke. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen Brainfuck, ne? Wenn man immer plötzlich irgendwo hinguckt, wo man gar nicht vermutet, wenn man sich das Video anguckt. Oder ob das besser ist, wenn ich halt die Kamera starr lasse und dann halt, wenn mal was ist, mit der Maus halt mal gucke. Ne, mal in die Richtung hoch und dann wieder zurück und dann größtenteils das Bild aber so ist. Also ich habe das Gefühl, manchmal ist es halt ein bisschen wirr, ne, wenn man da rumguckt. Mit dem Tobii Eye Tracker ist es noch schlimmer, weil der trackt ja deine Pupillen. Und wenn ich dann, weil der Monitor ist ziemlich groß und ich muss halt einen ziemlich weiten Weg machen, um auf meinen zweiten Monitor zu gucken. Gerade wenn der Chat dann auch noch rechts ist, dann muss ich da hingucken, um auf den Chat zu gucken. Und das ist halt doof, wenn ihr hier ins Flugzeug guckt und hier ist nichts. Schreibt mal eure Meinung, wenn ihr findet, es ist mit so einer ruhigeren Kameraführung besser. Dann mache ich das gern. Da hinten ist übrigens unser Ziel. Da auf der Landzunge, da ist Helsingør. Ich kann mit beiden fliegen, also mir ist es eigentlich egal, außer bei den Rettungsmissionen, tatsächlich mit den Rettungshubschraubern, macht das schon Sinn, ne? Wenn man mal so aus dem Hubschrauber hier seitlich rausgucken kann. Das macht schon Sinn. Da ist die Landspitze, da müssen wir hin. Ja, hier ist auch eigentlich immer ganz viel Fährverkehr. Und Schiffsverkehr auch. Hier geht's ja rum, wenn du aus der Ostsee rausfahren willst. Wenn du nicht den Nord-Ostsee-Kanal fährst, dann geht das ja sowieso hier oben rum. Hier haben wir dann ja, wenn wir da oben weitergehen, haben wir das Skagerrak. Hier ist das Kattegat. So nennt man das hier, in dieses Seegebiet. Da hinten geht es dann in die Ostsee. Also, so, Kattegat, Skagerrak dahin. Da kommen wir noch hin, Richtung Aalborg. Fliegen wir dann da den Rest von Dänemark dann hoch, dann kommen wir Richtung Skagerrak. Hier oben ist dann die Spitze. Ich weiß gar nicht, wie diese Region heißt. Irgendwie Hove oder so. Und dann haben wir hier ist der Norden von Dänemark. So, und das geht dann hier oben noch weiter. Dann haben wir hier das Ganze. Also hier fängt das Kattegat an. Um das mal ganz genau zu zeigen.
So, da sehen wir schon die Burg. Dann halte ich mich mal ein bisschen auf der Seite, dann können wir da gleich mal einen Rundflug machen. Wahrscheinlich wird ja Bush Talk Radio dann auch anspringen, wenn wir rüberfliegen. So, da sind wir schon. Und dann warten wir mal, bis das Bush Talk Radio anspringt. Kronborg is a castle and stronghold in the town of Helsingør, Denmark. Immortalized as Elsinore in William Shakespeare's play Hamlet, Kronborg is one of the most important Renaissance castles in Northern Europe and has been added to UNESCO's World Heritage Sites list. The castle is situated on the extreme northeastern tip of the island of Zealand at the narrowest point of the Øresund, the sound between present Denmark and the provinces of present Sweden that were also Danish at the time the castle was built. In this part, the sound is only 4 kilometers wide, hence the strategic importance of maintaining a coastal fortification at this location commanding one of the few outlets of the Baltic Sea. The castle's story dates back to a stronghold, Krogen, built by King Erik VII in the 1420s. Along with the fortress Kanan, Helsingborg on the opposite coast of Øresund, it controlled the entranceway to the Baltic Sea. From 1574 to 1585, King Frederick II had the medieval fortress radically transformed into a magnificent Renaissance castle. The main architects were the Flemings Hans Hendrik van Piesken and Anthonis van Hoppegan, whereas the sculptural work was coordinated by Geert van Groningen. In 1629, a fire destroyed much of the castle, but King Christian IV subsequently had it rebuilt. The castle also has a church within its walls. In 1658, Kronborg was besieged and captured by the Swedes, who took many of its valuable art treasures as war booty. In 1785, the castle ceased to be a royal residence and was converted into barracks for the army. The army left the castle in 1923, and after a thorough renovation, it was open to the public. Ich finde das ganz schön cool mit diesem Bush Talk Radio, muss ich echt sagen. Das ist total toll. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt noch hin? Also wieder hin. 23 Kilometer Richtung Südwest auf 235. Dann machen wir das.
Oh, wir sind aber auch gestiegen jetzt in unserer Runde hier. Da wollen wir wieder 1400 Fuß hinkriegen. Ja, aber zuhören und fliegen und das ist noch nicht einfach. So, dann fliegen wir in die Richtung. Und fallen mal wieder auf unsere eigentliche Höhe. Gut, dann soll hier das Richtung Fredeburg sein. Gucken, wo wir das finden. Bis jetzt haben wir alles gefunden, was wir finden sollen. Das ist ja schon mal gut. Ja, und dann sind wir eigentlich schon das Stück hier noch. Das ist hier der Roskilde Fjord. Und dann sind wir auch schon, haben wir unsere erste Etappe schon gemacht. Und ich finde, das ist für Videos immer ganz schön, wenn das so unter einer Stunde ist, obwohl noch sind wir nicht wieder da. Ich rauche mir mal eine. Ja, das macht schon mehr Spaß mit der Karte, ne? Finde ich. Wenn man jetzt nicht so ständig, ach, jetzt muss ich wieder dahin drehen und jetzt ist die Zeit um und hier weiter. Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Ich muss das mal eben mit meiner Karte hier abgleichen. Ja, das ist es. Ich will mal gucken, das kann man nicht einnorden hier, ne? Das ist natürlich doof, weil die Karte, die hat man genordet und die nicht. Das kann auch mal verwirrend sein. Also diesen zwei, hier ist es Friedeburg, die Friedeburg Burg und Friedeburg Schloss oder so. Wir müssen das andere haben am Ende hier. The beautiful Friedensburg Palace. Ach, sagt er schon, da sind wir. Mist, is frequently wo ist called Denmark's Versailles. The elegant da? Baroque Palace nee. Was named by King Frederick IV, who, in 1722, wanted to commemorate the ending of the Great Northern War. The palace was built as a hunting palace for the king, and it is therefore geometrically connected to the Parforce hunting landscape in North Zealand. It is the spring and fall residence of the royal family, and it is frequently used as the setting for important events in the life of the Danish royal family, such as wedding receptions, wedding anniversaries, and birthday parties. State leaders are received at the palace during official visits, and foreign ambassadors submit their official credentials to the Danish queen. It has been a long-held tradition for leaders to inscribe their names in one of the windows using a diamond pen. Hm. Aber ich glaube, das ist auch nicht unser Ziel gewesen. Für das, was wir suchen, soll die so am Ende sein.
Magna Carta gemalt. Also mitten in der Stadt, das ist dann auch Friedeburg wohl hier. Ich mach mal aus und flieg mal runter. Das ist wahrscheinlich besser, ne? Da, guck. Da ist es. Das ist auch hübsch. Frederiksborg Castle is a palatial complex in Hillerød, Denmark. Hillerød ist es. It was built as a royal residence for King Christian IV of Denmark, Norway in the early 17th century, replacing an older castle acquired by Frederick II and becoming the largest Renaissance residence in Scandinavia. On three islets in the Slotsen, it is adjoined by a large formal garden in the Baroque style. After a serious fire in 1859, the castle was rebuilt on the basis of old plans and paintings. Thanks to public support and the brewer J.C. Jacobsen, its apartments were fully restored and reopened to the public as the Danish Museum of National History in 1882. Open throughout the year, the museum contains the largest collection of portrait paintings in Denmark. It also provides visitors with an opportunity to visit several of the castle's state rooms, including the restored Valdemar Room and Great Hall, as well as the chapel and the audience chamber, which were both largely spared by the fire and contain sumptuous decorations. Das hat da überall in jedem Schloss immer gebrannt. Die haben wahrscheinlich immer mit Kippe gepennt da. Sind eingeschlafen. Gibt's doch gar nicht. Gut, haben wir das auch. Jetzt müssen wir. Oh, nichts mehr. Doch, Roskilde-Kathedrale. Da gucke ich mal eben auf mein Mäppchen. Jetzt müssen wir. Jetzt sind wir hier den. Ja, zum Roskilde-Fjord müssen wir jetzt. Das ist da hinten das. Ne, der fängt hier an. Das ist die Nordsee. Und dann geht das da lang. Da müssen wir jetzt den Roskilde-Fjord entlang fliegen. Bisschen runtergehen wieder. Und da hinten am Roskilde-Fjord ist dann die Roskilde-Kathedrale wohl. In Roskilde. Das ist ja dann Roskilde. Was haben wir denn jetzt schon auf der Uhr hier? Mal gucken. Auch schon wieder eine halbe Stunde, ne? Ich werde das Video dann auch ein bisschen unterteilen wieder. Immer nach den Sehenswürdigkeiten. Müsst ihr auch mal sagen, ne, wenn ihr das hier nicht sehen wollt, das Ding, dann lasse ich es aus. Oder mach's nur für mich an. Geht das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Und so kann man schön die ganzen Städte und Flüsse und ja, nicht vorhandenen Berge dann als Referenzpunkte nehmen. Das ist ganz schön.
bisschen ein. Wieder eine Kirche. Kirchen haben die ohne Ende. Da gerade in Kopenhagen, da waren ja bestimmt 10 Stück. Da wieder eine. So Kölner Domordig. So, da vorne kommt dann Roskilde. Das ist dann auch schon die letzte Stadt auf unserer ersten Etappe hier. Ja, und angeln kannst du hier schön, ne? Wenn man so Richtung Langeland sind. Ich weiß gar nicht, ob uns der Trip da vorbeiführt. Ich glaube nicht. Das ist weiter im, also in diesem Öresund. Bei Kopenhagen, wo wir gestartet sind, der führt dann ins Kattegat. Da wissen wir jetzt, wo das ist. Und da kannst du natürlich super geil angeln, ne?
mittlerweile sehr überfischt. Also Dorsch fängt man wirklich fast nur noch mit orangefarbenen Gummikrebschen, die man am Boot runterlässt an der Angel und mit dem Drift von dem Boot, die über den Grund hüpfen lässt. Die Dorsche sind schon gar nicht mehr gewöhnt, Fische zu fressen. Mussten wir auch mal lernen erstmal. Aber das sind echt nette Leute. Denen mag ich sowieso gerne. Und kann man Boote relativ günstig chartern oder die fahren ein. Und die erklären einem das dann auch ganz schön. Macht dann am meisten Sinn, ne, wenn man irgendwo angeln geht, dass man mit so einem regionalen Guide unterwegs ist, der einem ein bisschen was zeigen kann. So, ich werde mal wieder das Flugzeug selbst in die Hand nehmen. Und dann suchen wir mal die Kathedrale in Roskilde. Da ist sowas. Das wird sie sein. Das ist eine normale Kirche. Das scheint wohl die Kathedrale zu sein, ne? Nochmal ein closer Look hier. Yes. So, Frau Bushtalk Radio, dann fangen wir an zu erzählen hier. Roskilde Cathedral. Yes. In the city of Roskilde on the island of Zealand in eastern Denmark is a cathedral of the Lutheran Church of Denmark. The cathedral is the most important church in Denmark, the official royal burial church of the Danish monarchs, and a UNESCO World Heritage Site. Oh, nicht runterfallen. This is due to two criteria. The architecture of the cathedral shows 800 years of European architectural styles, and it is one of the earliest examples in Scandinavia of a Gothic cathedral to be built in brick. It encouraged the spread of the brick Gothic style throughout Northern Europe. Constructed during the 12th and 13th centuries, the cathedral incorporates both Gothic and Romanesque architectural features in its design. The cathedral has been the main burial site for Danish monarchs since the 15th century. As such, it has been significantly extended and altered over the centuries to accommodate a considerable number of burial chapels, and the many added chapels show different architectural styles. The cathedral is a major tourist attraction, bringing in over 165,000 visitors annually. Since 1995, it has been listed as a UNESCO World Heritage Site due to its unique architecture. A working church, it also hosts concerts throughout the year. Architecture, here we go. Gudi, Roskilde, Kathedrale. Dann können wir uns eigentlich jetzt mal auf die Landung vorbereiten. Flugplatz. Irgendwo da. The Roskilde Festival is a Danish music festival held annually south of Roskilde. Ach, Roskilde Festival. Das ist auch geil, nämlich, ne? Largest in Northern Europe. Ja. It was created in 1971 by two high school students, Moen Sanfer and Jesper Switzer Müller, and promoter Carl Fischer. In 1972, the festival was taken over by the Roskilde Foundation, which has since run the festival as a non-profit organization for development and support of music, culture and humanism. In 2014, the Roskilde Foundation provided festival participants with the opportunity to nominate and vote upon which organizations should receive funds raised by the festival. The Roskilde Festival was Denmark's first music-oriented festival created for hippies, and today covers more of the mainstream youth from Scandinavia and the rest of Europe. Da war auch geil Metal-Festivals, ne? Da in Deutschland hier Clash of Titans und so, Slayer, Megadeth, Tankard und was? Megadeth, Iron Maiden, richtig geile Kapellen, ne? Super gut. Übrigens landen wir gerade in Roskilde.
Ja, dann haben wir unsere erste Etappe. Bisschen was gesehen. Finde ich echt schicki, diese Flüge hier. So. Wollen wir mal zurückrollen. Da stehen unsere Streckenposten. So, und da sagt die Kiste gecheckt. 56 Minuten schon wieder, ne? Das ist unfassbar, aber so lange dauern die Dinger wahrscheinlich. Ist nun mal so, darum werde ich mich jetzt auch eben ganz kurz halten und werde mich fix von euch verabschieden. Und den nächsten Flug machen wir dann ab Roskilde weiter in Dänemark. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag. Bis bald und ciao.